Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Moontalk. Und heute widmen wir uns einem Thema, wo man sagen muss, huh, thank God, es ist sehr gut geworden. Denn dass Resident Evil eine Serie mit Höhen und Tiefen ist, in der es mal ganz, ganz oben ist und mal ganz, ganz unten und ganz viel Hass abbekommt und dann wieder gutiert wird, die Massen lieben es, das wissen wir alle, denn diese Serie hat über 20 Jahre auf dem Buckel. Seit Freitag ist jetzt Resident Evil 2, das Remake des Klassikers von der PlayStation, erhältlich. Und wir haben natürlich auch einen Beitrag. Kommenden Freitag gibt es ein Remake, Colin? Darüber können wir natürlich auch fürstig diskutieren, aber ich glaube nämlich nicht. Ja, was und euch wahrscheinlich nicht entgangen ist. Eine Stunde unter Gespräch an. Auch wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Wir wollen da ein bisschen drüber schnacken, denn wir versuchen das so spoilerfrei wie möglich zu halten. Aber eins dürfte, glaube ich, jedem von euch, der ein bisschen rumguckt, klar sein. Resident Evil 2 ist richtig, richtig gut geworden. Die Wertungen überschlagen sich gerade. Das war nicht zwingend zu erwarten. Mein persönliches Resident Evil-Herz hat Freudensprünge gemacht, denn genau das habe ich mir als Fan erhofft, der durch viele Täler mit dieser Serie gegangen ist. Ich weiß nicht, wir haben es alle gespielt. Wie war so euer Eindruck? Ja, also ich bin noch nicht ganz durch, muss ich dazu sagen. Aber ich finde bis jetzt, die Polizeistation hat wirklich richtig viel Bock gemacht. Also fand ich extrem cool, so das Ganze, auch wie es losgeht, schon diese geile Soundstimmung, so dieses Sounddesign, was sie da reingemacht haben und auch inszenatorisch. Wirklich einfach das perfekte Resident Evil Flair, finde ich, was da so hochkommt. Dass man sich wirklich gruselt am Anfang und dann wirklich jeder Zombie dann irgendwie, wenn er ein Geräusch macht und so, und man spürt richtig diese Anspannung. Es gibt geile Momente irgendwie, wo man ein bisschen geschockt wird, aber jetzt auch nicht zu irgendwie mit der Brechstange da reingebaut, so, sondern irgendwie hat man immer das Gefühl, das ist irgendwie organisch eingefügt so ins Spiel. Ich finde die Rätsel geil, irgendwie, das hat mir mega Bock gemacht, da in dieser Polizeistation rumzulaufen, und man hat so viele Räume, wo irgendwas noch fehlt und was man irgendwie holen muss und so. Und also wir saßen da irgendwie, ich hatte es mit Felix und Paddy zusammen gespielt, und wir haben immer so gedacht, Alter, okay, wie viele Gegenstände sind das jetzt und wo müssen wir die alle reinmachen, und man ganzen Gehirnwindungen irgendwie muss man da alle anstrengen, und das fand ich irgendwie geil. Das war so ein bisschen oldschool. Das Spielgefühl, aber auf eine geile Art und Weise, und eigentlich für mich das perfekte Reimagining, sag ich mal, einfach, wo ich mir gedacht habe, ey, wenn das mal was lostritt jetzt, ja, und einfach mal mehr Leute dazu animiert, so geil einfach ein Spiel nochmal aufleben zu lassen, auf das viele Leute Bock haben, das wäre so Hammer, und ich könnte mir so viele Spiele vorstellen, auf die ich so Bock hätte, die nochmal in so einer Form zu sehen. Ja, nach der Polizeistation fand ich, ist es dann ein bisschen abgefallen, aber naja, ich will ja jetzt auch nicht spoilern. Sehr gut. Ja, ich finde halt auch, ich habe es jetzt mittlerweile zweimal durchgespielt, also beide Wege einmal. Und ich finde, es ist, ja, es schafft es halt irgendwie, es nimmt das Ursprungsspiel, macht halt einen kompletten Neubau daraus, aber es schafft es halt trotzdem, dabei so die Essenz mit rauszuziehen. Also es sieht komplett neu aus, es ist stellenweise komplett anders arrangiert. Aber trotzdem merkst du halt einfach diese Liebe und die Treue zu dem Original. Und das finde ich halt abgefahren. Weil ganz oft hast du es halt bei so Remakes, selbst bei diesem Shadow of the Colossus Remake, was ja spielerisch komplett getreu dem Original war. So ganz leichte Änderungen, aber die sind fast zu vernachlässigen. Und da gab es aber auch schon Stimmen, die dann gesagt haben, ach, das ist ja ästhetisch jetzt was komplett anderes. Und ich finde, Resident Evil 2 schafft es irgendwie, obwohl es natürlich ästhetisch auch was komplett Neues ist, schafft es das aber irgendwie so gut einzufangen, dass, weiß ich nicht, ich kann mir kaum vorstellen, dass da irgendjemand sagt, oh, das finde ich jetzt aber doof, wie sie das gemacht haben. Gibt's bestimmt, also, aber das werden, glaube ich, die leiseren Stimmen sein. Genau, das werden die wenigsten sein. Genau, denn ich finde gerade das so spannend bei Resident Evil. Diese Serie, ich habe es ja eben schon erwähnt, die hat viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist Resident Evil da angekommen, wo vielleicht die allermeisten Fans diese Serie gerne wieder hätten. Und gleichzeitig das auf eine Art und Weise, die, wie du schon gesagt hast, Tim, auf der einen Seite sich so oldschoolig und traditionell anfühlt, mit diesen typischen Survival-Horror-Aspekten, die im Laufe der Serie immer weniger wurden. Also Inventory, was dich limitiert, Munitionsarmut, relativ frei begehbare Areale, wo man jetzt keine Kopfnüsse groß lösen muss, aber wo du halt immer überlegen musst, strategisch vorzugehen, mit welchen Items gehe ich jetzt dahin, um vielleicht diese Tür da hinten zu machen. Oh, da sind vielleicht noch so und so viele Gegner. Wie viele Patronen nehme ich dann mit? Oder nehme ich den anderen Weg? Was könnte da passieren? Das, was die ja im Laufe der Serie konsequent rausgeschrieben haben, spätestens mit Resident Evil 4, in 5 war es dann eigentlich auch gar nicht mehr drin. Dann haben sie mit dem sechsten Teil gedacht,
die Leute wollen einfach nur einen Action-Blockbuster, es muss alles größer, es muss alles lauter, Co-op-Gameplay. Dann kam der 7er, über den können wir natürlich dann auch nochmal separiert spielen. Und jetzt kommt dieses Spiel, was sich modern steuert, mit der Over-Shoulder-Perspektive, was dieses im positiven Sinne entschleunigte Oldschool-Gameplay, eben nicht einfach nur durchrushen durch irgendwelche Schläuche, ein Storyfetzen sehen und weitergehen, sondern dich so ein bisschen fordern mitbringt, an der Horrorschraube ordentlich zudreht. Also ich würde fast so weit gehen, dass es nach Resident Evil 7 auf jeden Fall das Gruseligste auch ist. Es ist super splatterig und es fühlt sich trotzdem total rund an. Also wirklich so, wo man wahrscheinlich gesagt hätte, warum habt ihr das nicht schon bei Resi 6 hinbekommen? Ne? Mhm. Und das finde ich eine unglaubliche Meisterleistung. Weil ich glaube, das ist wirklich so. Ja, dass es so gruselig war, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also, du hast aber auch zu zweit gespielt. Ganz am Anfang vielleicht schon, aber also da finde ich, das ist jetzt vielleicht nicht so die größte Stärke vielleicht von dem Teil. Aber jetzt rein im Kontext von Resident Evil betrachtet, ja, das ist halt schon ist eines Hill, der gruseligeren Resident Evil-Teile. Ja, aber also beim Vierer habe ich mich definitiv mehr gefürchtet. Echt? Ja, doch. Okay, das hätte ich nicht erwartet. Nee, Resident Evil 4 fand ich. Das kann ich auch nicht nach. Nee. Also, das ist schon deutlich. Muss das heute mit dieser Übermacht an Zombies, die man dagegen sich hat und so, aber da ging mir schon viel mehr die Pumpe als jetzt. Aber das war eher Adrenalin, oder? Ich weiß nicht. Ja. Da war ich eher so, okay, ich muss da mich durchkämpfen. Aber das war jetzt nie so, dass ich Angst hatte vor irgendwas. Naja, also ich finde, das war das erste Mal, dass, also, keine Ahnung, die Zombies konnten auf einmal rennen und so. Und das war damals schon so, wo ich mir so gedacht habe, ach du Scheiße, wie viele Zombies sind hier so? Fuck, dann kommt direkt einer mit der Kettensäge. Das war so, wo ich mir gedacht habe, Scheiße, Alter, was mache ich denn jetzt? Wie soll ich das schaffen? Also da war ich nicht so, alles klar, okay, jetzt kriegt ihr aufs Maul. Ich weiß, da ging mir eher so ein bisschen der Kackstift. Aber naja, ich meine, gerade am Anfang doch, also ich finde, vor allem am Anfang war es schon auch durch den Sound und so, das haben sie schon echt geil gemacht. Ich finde halt, später ist irgendwie so, läuft man dann eigentlich überall nur noch so vorbei und dann hat man irgendwie auch wieder diese krassen Waffen. Aber das ist eigentlich auch bei jedem Resident Evil so. Sobald man dann irgendwie die heftigen Waffen hat, ist es dann immer so ein bisschen weniger gruselig. Muss ich sagen, ich fand Resident Evil 2 hat da für mich einen besseren Job gemacht. Ich war beim Anfang nicht so gegruselt. Also ich fand die Atmosphäre cool, aber ich war jetzt nicht so, oh Gott, oh shit, oh Gott, oh Gott, weil ich ja genau weiß, es kommen Zombies, wow. Irgendwie habe ich vor Zombies halt in dem Sinne keine Angst mehr. Aber ich finde, Resident Evil 2 schafft es, das halt immer weiter zu eskalieren. Du hast dann ja irgendwann den Nein. Das schon. Aber du hast halt Situationen, wo du halt anders auf die Bedrohung reagieren musst. Du wirst verfolgt, du musst schleichen, keine Ahnung was. Und dadurch, finde ich, haben sie es halt dann doch immer wieder geschafft, in den richtigen Momenten vielleicht mir nicht richtig Angst einzujagen, aber es war immer so das ungute Gefühl, okay, shit, jetzt könnte gleich wieder was passieren. Und du wirst so richtig gestresst, weißt du? Du wirst da so durchgepeitscht und bist so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das hatte ich halt bei Resident Evil 2 und das hatte ich bei 4 schon auch manchmal, aber nicht ganz ehrlich, so bei 4, die Iron Maiden, Alter, da hatte ich richtig Schiss, Alter. Dieses Vieh, was dann da, das, was du, hieß sie nicht Iron Maiden? Diese kommt dann aus so einem Labor. Dieses übelste Vieh, wo du dann mit einem Scharfschützengewehr nur diese roten Punkte da am Körper abschießen musst und so, was so, wo so Stacheln rauskommen und so ein Scheiß, was so derbe übermächtig ist. Ja, ich glaube, das war auch, Alter, derbe gruselig. Also ich glaube auch, also Resident Evil 4 hatte schon viel so Tension und Dramatik, ja. Aber so im klassischen Horror-Sinne. Ich glaube, da gibt sich Resident Evil 2 wieder so die Mühe, zu sagen, wir inszenieren hier so Set-Pieces, die so typisch Horror sind. Also mit ganz bewusst durchkomponierten Soundkulissen. Es wird plötzlich irgendwie dunkel, du weißt es nicht. Also so ein bisschen, ohne immer nur stumpf auf den Jumpscare zu setzen. Ich finde, das ist in den Details, auf den ersten Blick vielleicht würdest du denken, naja gut, das ist Resident Evil. Und wenn du es dann so spielst und darüber nachdenkst, merkt man, an wie vielen Schrauben die da mit einer Liebe zum Detail unterwegs waren. Und man das auch nicht genau versteht, die Routinen, die da im Hintergrund ablaufen. Ja, da steckt schon viel Arbeit drin, das merkt man auf jeden Fall, ja. Also, ich muss auch sagen, die spielen die ganze Zeit auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung. Keine Ahnung, hast du so einen Schattenwurf und du denkst, okay, shit, da ist bestimmt ein Zombie. Und dann gehst du halt rum und merkst, okay, es war eine Ente, da ist eigentlich gar nichts. Und das Schöne ist, ist jetzt eigentlich auch kein Spoiler, aber im zweiten Durchlauf, diesem Second Run, verändert sich das halt irgendwie auch alles. Also die Gegnerplatzierung ist anders und die Schreckmomente sind auch ein bisschen anders. Und auch da wieder spielen sie wiederum mit der Erwartungshaltung, die du vom ersten Playthrough hast. Und das kriegen sie halt richtig gut hin. Also ich habe gerade jetzt ein bisschen was nochmal gespielt, weil wir heute noch was drehen. Und das war jetzt quasi mein dritter Durchlauf. Und ich habe mich trotzdem wieder vor so einem dummen Jumpscare erschreckt, weil ich einfach nicht mehr auf dem Schirm hatte. Weil mein letzter Run war halt Second Run und jetzt war es wieder irgendwo anders. Und ich habe mich einfach voll verjagt. Also kurz. Ja, man kann es dreimal spielen. Den First Run, den Second Run, dann wieder den First Run einfach nochmal. Ja, genau. Einfach nochmal. Das ist schon gut. Ne? Ein paar Stunden ist nicht schlecht, investiert. Und es gibt noch einen anderen Modus, den du auch noch freischaltest. Cool.
Ja, es ist nämlich nicht so, wie IGN geschrieben hat, ne? Muss man an der Stelle ja auch mal sagen, ne? Wie kann man nur so schlampig arbeiten? Nein. Oh, oh. Aber was, glaube ich, jetzt die große spannende Frage, die sich jetzt so ein bisschen stellt, weil, wie gesagt, Resident Evil ist ein Spiel, was definitiv am besten erlebt wird, indem man es selber spielt, würde ich jetzt mal so sagen. Aber das haben Horrorspiele oftmals natürlich so an sich. Für mich stellt sich die spannende Frage jetzt nach den ganz tollen Bewertungen, wo geht Resident Evil in Zukunft hin? Denn wenn wir uns so ein bisschen in der Vergangenheit mal aufhalten, dann siehst du bei Capcom schon, dass natürlich Resident Evil eines der wichtigsten Franchises ist. Wahrscheinlich nach Street Fighter sogar das wichtigste Franchise, was sie an Bord haben. Mit Monster Hunter mittlerweile auch. Ich habe gerade bei den Verkaufszahlen ist es sogar der Top-Seller, Resident Evil. Resident Evil. Mhm. So, also historisch wichtig und verkaufszahlentechnisch super relevant. Und in der Geschichte von Resident Evil hast du immer das Gefühl, dass Capcom sich, also so mein subjektiver Eindruck, sehr stark, und das ist, glaube ich, gar nicht ungewöhnlich, danach richtet, was Erfolg hat. Die Resident Evil-Serie so nach 3 und dann kam Zero, die war ja so ziemlich am Arsch. So würde ich jetzt mal so ganz knallhart sagen. Das war wirklich eine Formel, die sich ausgereizt hatte. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich habe das damals als Fan, habe ich begonnen, Resident Evil zu spielen und bin dann irgendwann in diesen Beruf eingestiegen und habe es getestet. Und das wurde dann mehr und mehr, jetzt leuchtet es kurz rot. Sag mal, wer hat denn den Schnitt eingebaut? Egal, wo war ich gerade? Also, Resident Evil am Arsch. Verkaufszahlen gehen runter, es hat sich totgerannt und man hat sich gefragt, wo geht die Reise hin? Dann war das Thema ja wirklich jahrelang weg vom Fenster und dann kam Teil 4. Hat alles über Bord geworfen oder sehr viel, war wirklich völlig neu, wurde ebenfalls megamäßig abgefeiert, war ein sensationeller Erfolg, also ich glaube eines der legendären Comebacks einer Serie, wo man dachte, da passiert nicht mehr viel. Sie haben die Formel weitergeführt mit Teil 5, nochmal kommerziell erfolgreicher. Nochmal konkreter in eine Richtung, die mehr Richtung Action-Blockbuster geht und weniger Richtung Horror. Dann kam Teil 6, die bis dato, glaube ich, teuerste Capcom-Produktion aller Zeiten, wo die versucht haben, nochmal mehr Superlative in Sachen Bombast-Action-Blockbuster zu machen. So ähnlich wie die Filme wahrscheinlich auch. Haben sich gedacht, boah, hat nichts mehr mit Horror zu tun, aber ist ja so ein Action-Inferno, Endzeit, whatever. Mhm. War immer noch ziemlich erfolgreich, aber kritikermäßig hat Resident Evil 6 ja richtig auf den Sack bekommen. Also wirklich kam richtig, richtig schlecht weg. Und da war Capcom irgendwie wieder am Scheideweg und haben sich wahrscheinlich gesagt, okay, diese Formel können wir auch nicht weitermachen. Wir müssen das Ding jetzt irgendwie wieder mal neu erfinden. Und dann kam Resident Evil 7, was für viele Horrorfans zumindest, glaube ich, sowas auch wie eine kleine Offenbarung war, für mich persönlich. Wieder was ganz Neues, mit Ego-Perspektive, Horror, weniger Action etc. Fantastisches Spiel, super glatt, hat Riesenspaß gemacht, aber natürlich zu Recht die Frage, wie viel mit Resident Evil hat das jetzt noch zu tun? Mir persönlich war das egal, aber ich glaube, viele Traditionalisten fanden das jetzt nicht unbedingt so super toll als Resident Evil. Obwohl es im Kern auch schon sehr viel Resident Evil war, muss man sagen. Ne? Also schon, aber, ja. Aber es, glaube ich, war wieder so, wieder mal so eine Zäsur in der Geschichte. Mhm. Und kommerziell war es erfolgreich, aber weniger erfolgreich als zum Beispiel der 6., soweit ich weiß. Mhm. Und jetzt geht man mit Resident Evil 2 halt dahin, wie wir es eben so, glaube ich, einhellig festgestellt haben, so einen Fanservice zu machen, der aber auch über Fanservice hinausgeht. Ja, das hat gerade mal die Hälfte verkauft, ne, von Resident Evil 6. Ja, und das ist immer noch nicht schlecht, aber wahrscheinlich war das auch wieder so ein Moment, wo Capcom sagt, okay, machen wir jetzt ein Resident Evil 8, was quasi den 7er Weg weitergeht, oder machen wir was ganz anderes? Und deswegen ist wahrscheinlich. Was glaubt ihr denn, warum hat sich denn Resident Evil 7 so schlecht verkauft? Also, ich meine, verhältnismäßig schlecht, ja. Lag das wirklich daran, dass die Leute das irgendwie nicht als Resident Evil irgendwie gesehen haben? Oder lag es vielleicht daran, dass das irgendwie wegen dem VR-Zusatz irgendwie, dass die Leute vielleicht bei vielen Leuten das nicht so durchgedrungen ist, dass man es auch so spielen kann, dass sie irgendwie dachten, na, das ist jetzt ein VR-Resident Evil? Ich glaube, man muss ein bisschen generell in Relation stellen, wenn man sich jetzt hier so ein bisschen die Verkaufszahlen anschaut, dass eigentlich alle actionorientierteren Resident Evils auch vorne stehen. Also du hast ein Resident Evil 5, hier den Zahlen zumindest bei 12 Millionen, 6 mit 10 Millionen und dann hast du danach 4 mit 8 Millionen, grob. Also da siehst du schon, ich glaube, ich weiß es nicht. Das ist, aber die kommen dann natürlich nicht alle aus derselben Zeit, ne? Also ob man jetzt genau, da so Markt genau ist diesen und alles, das muss Vergleich so aufmachen mehr Systeme, kann. Aber, oder vielleicht war ich mal so, was glaubt ihr denn, wie verkauft sich Resident Evil 2 jetzt das Neue? Glaubt ihr, das wird ein Erfolg werden oder wird es eher da so bei Resident Evil 7 rumkrebsen? Ich glaube, es wird sich zwischen 7 und 6 positionieren. Tatsächlich, weil ich schon glaube, es gibt super viele Fans, die sagen,
geil. Das ist auf dem ersten Blick, du guckst dir das Bild an, das Cover, du guckst hinten den Screenshot an, du guckst dir ein Video an. Hm. Und für viele fühlt es sich dann, oder sieht schon so aus wie, das ist das Resident Evil, mit dem ich groß geworden bin. Hm. Und dann guckst du dir ein paar Rezensionen oder sowas an und du siehst, das kriegt auch noch phänomenale Wertungen. Also da kommt vieles zusammen. Aber ich glaube, die Gefahr, die dieser Titel so ein bisschen in sich birgt, und ich hatte diese Gespräche sogar persönlich schon mit Zuschauern, ich glaube, bei unserem großen Bohnengeburtstag, die sagten, ach nee, ja, alle sagen, das wird so toll, aber das ist doch das Gleiche in Grün. Es ist doch nur ein Remake. Und da, glaube ich, ist schon eine gewisse Gefahr, dass man sich unter Umständen gar nicht die Mühe macht, sich da reinzuloten und zu gucken, ob es vielleicht viel mehr ist. Oder ob man dann sagt, ach nee, kenne ich schon, ich war vielleicht nie der Mega-Fan, brauche ich nicht spielen, ich warte auf den nächsten Teil. Aber das frage ich mich, ob das so eine Allgemeinmeinung ist. Weil wenn man sich den ersten Trailer anschaut, dann siehst du ja schon, dass sich, also als ich den ersten Trailer gesehen habe, war für mich nicht die Frage, oh, das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Sondern da hat man ja schon gemerkt, okay, die geben sich Mühe. So, und aber ist es nicht die Frage, ob, sag ich mal, und das ist doch vielleicht auch so eine Chance, die Resident Evil 6 dann genutzt hat, oder warum es, obwohl es nicht so gut ist qualitativ, dann doch sich gut verkauft hat, dass du eben Leute ansprichst, die gar keine Resident Evil-Nerds sind. Hm. Also, und sind jetzt, sag ich mal, Leute, die generell von Horrorspielen angetan sind oder die ich das theoretisch kaufen würden, sehen die jetzt diesen Trailer und sagen sich, Alter, das sieht aus wie ein geiles Horrorspiel, das hole ich mir mal. Hm. Weil das ist doch eigentlich das, womit du dann eben auch die Sales dann richtig machst, oder? Und man hat ja dann vielleicht auch gesehen, dass die Resident Evil-Fans, nur die Resident Evil-Fans vielleicht gar nicht um den Großteil der Spielerschaft ausmachen, sonst hätte ja Resident Evil 6 keine 10 Millionen verkauft, oder? Ja, ja, ich glaube, die Marke ist halt irgendwann größer geworden als das, nur für Horrorfans, die mehr auf Splatter stehen. Das ist natürlich ein Spiel mit Blockbuster-Anspruch und Massenmarkt-Appeal. Deswegen sind, glaube ich, auch die Resident Evil-Filme so, wie sie sind. Die sind eben nicht für eine kleine, nerdige Gruppe von Leuten, die sich gerne gruseln oder mega auf Splatter-Effekte stehen, sondern es ist einfach genau diese glattgebügelte Anderson-Scheiße, die da irgendwie, die tut nicht richtig weh. Einigen Leuten wie mir geht sie richtig auf den Sack. Ja. Aber irgendwie, da gehst du First Date oder whatever, da gehen viele Leute einfach rein und sagen, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie nicht total scheiße, aber auch irgendwie alles andere als gut. So eine dumme Sicke irgendwie. So wie der sechste Teil irgendwie. Mhm. Also, ich glaube schon, dass Resident Evil 2, da siehst du schon auf den ersten Blick, das kann ein geiles Horrorspiel sein, das könnte mir einfach Spaß machen, das ist ja auch mega splatterig. Also, die machen ja in allen Bereichen schon irgendwie das, was man erwarten will. Also, aber hat das Massenmarkt-Appeal, findet ihr, das hat? Ich glaube mittlerweile ja. Ja? Ja. Und du glaubst du, dass ein normaler Spieler, der jetzt da in dieser Polizeistation rumrennt und dann irgendwie sieht, Alter, okay, ich habe hier gerade 12 Räume, in denen ich irgendwann ein Bauteil fehlt. Ich muss jetzt irgendwo rumrennen und muss die jetzt irgendwo finden und dann muss ich das da rein und bla. Naja, gut, also, das ist aber jetzt ja nichts. Es kann natürlich sein, dass. Naja, das ist doch aber schon. Das ist ja nichts, was jetzt Resident Evil eigen ist. Also, es ist ja wie ein Metroidvania auch oder so. Also, ja, das aber ist das jetzt, ist doch auch. Gibt es doch heutzutage nicht mehr. Also, ja, richtig in der Form. Klar, Aufgaben. Ich meine, selbst beim Uncharted. Sag mir doch mal ein AAA-Massenmarkt-Game, wo du irgendwie Metroidvania-mäßig rumläufst, irgendwelche Kurbeln suchst und die in irgendwelche Löcher. Das ist als allererstes Batman ein oder sowas, wo du halt nachher auch irgendwelche Gadgets hast, womit du weiterkommst. Es ist jetzt nicht das klassische, okay, ich nehme ein Puzzleteil da und setze es da ein, aber nee, es also kommt dem halt nach. Ich finde schon, dass das. Nein, und das ist auch irgendwie Element so ein bisschen der Appeal, dass du, sag ich mal, dass das so ein bisschen eher so eine. Schulterschluss ist an die gute alte Zeit, möchte ich mal sagen. Ja, ohne also, Gameplay-Elemente. Aber, und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn jetzt ein Publisher kommt und sagst, ey, mach mal ein Spiel für den Massenmarkt, na, dann bau da mal nicht diesen Part ein, wo du das ganze Haus nach der Kurbel durchsuchst und die dann da in dieses Loch stecken musst. Naja, den Part könnten wir vielleicht rausnehmen. Mach doch da vielleicht noch mal eine Version rein, wo du mit dem Panzer durch so eine Wand fährst. Aber du tust jetzt gerade so, als wäre der Massenmarkt einfach nur auf tumbe Action aus oder so. Aber so ist es ja nicht. Es gibt ja genug, Spiele, die halt nicht so konform sind, die aber trotzdem funktionieren. Ich meine, Souls ist ein gutes Beispiel. Das ist halt einfach sperrig as fuck. Natürlich hat es jetzt nicht so dieses Puzzle-Element, aber es ist halt trotzdem nicht so, okay, ich genieß das jetzt mal gerade hier ein bisschen ich glaube, Massenmarkt dann auch wieder. Genau, das ist, glaube ich, eine Definitionsfrage. Genau, aber es erreicht ja trotzdem viele. Ja. Auch ein 5 Millionen Mal verkauftes Resident Evil 7 ist ja jetzt kein Misserfolg und total an dem Massenmarkt. Ich finde es ja auch gut. Ich finde es ja super gut. Ich frage mich halt nur, was macht Capcom, weißt du? Und ob die jetzt zum Beispiel dann sagen, also ich würde mir ja wünschen, dass es sich richtig, richtig geil verkauft, weil dann hättest du nicht nur. Wäre es nicht nur eine gute Belohnung für ein geiles Resident Evil-Spiel und man hätte vielleicht ein Argument zu sagen, ach ja, dann machen wir noch mal ein anderes Resident Evil so in dem Style, was ja geil wäre. Mhm. Und außerdem hätten andere Publisher ja auch sozusagen ein Best-Practice-Modell für ein geiles Reimagining, was funktioniert von einem guten Spiel, wo du dir vielleicht gar nicht mal unbedingt die Story jetzt komplett neu ausdenken musst. Ist ja für ein Win-Win eigentlich für alle, ja. Mhm. Du hast eine Abnehmerschaft, die schon da ist, weil sie ein Spiel mal geil fanden. Ich habe eine Idee.
Konami macht ein Silent Hill Remake und nennt es Silent Hill Survive. Und wir sind ziemlich sicher, wenn Konami das macht. Richtig geil, oh, stell dir das vor. Auch wenn er mit Sound aufbaut. Ja, Metal Gear Survive kann man auch sagen, ist eigentlich ein Reimagining, oder? Ja, ja. Ich habe Metal Gear wiedererkannt. Nee, was ich aber noch dachte, ich finde, das ist eine super spannende Frage. Das ist auch wirklich die Frage, was Massenmarkt heute ist und was war es vielleicht früher. Weil fairerweise muss man ja eben sagen, ein Spiel wie Tomb Raider 1, heute willst du, denkst du, sperrig as fuck. Ein Spiel wie Resident Evil 1 und auch 2, das war ja früher Massenmarkt. Tomb Raider wäre doch auch geil. Ja. Und der Witz ist doch, also in meiner Wahrnehmung ist es so tatsächlich so, dass das in der breiten Masse oder bei vielen Spielern oder bei vielen Leuten, mit denen man redet, diese Tendenz zum Selbstspiel, also Marke Call of Duty, Marke, es wird ja alles abgenommen, Marke Uncharted, ja, die haben natürlich immer noch einen unglaublich großen Erfolg und erreichen viele Menschen. Aber dieser Hunger nach Spielen, die dich mal wieder so, nicht weil sie oldschoolig sind, sondern die dich bei deiner Gamer-Ehre packen und dadurch motivieren. Das wird ja immer lauter. Also ich glaube, genau das hat Souls, also es ist so meine persönliche subjektive Wahrnehmung, schon irgendwie geschafft, hier eine Tür aufzutreten und zu sagen, das ist nicht mehr nur nerdiges Underground-Gift, sondern es gibt Menschen, die eine Sehnsucht verspüren, Spiele zu spielen, die sie irgendwie fordern, mit denen man sich mehr beschäftigen muss. Und Resident Evil 2, das muss ich ja mal sagen, das ist ja meilenweit davon entfernt, ein sperriges, super kompliziertes Ding zu sein. Das ist ja nicht, verglichen mit Resi 1, ist das ja in keinerlei Hinsicht das irgendwie groß anspruchsvoll oder eben sperrig vom Zugang von allem. Sondern das ist ja, das meine ich halt, das ist die perfekte Kombination aus irgendwie oldschoolig, macht Spaß, aber trotzdem bringt es all die Usability mit, die man sich von heute irgendwie erwartet. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ich muss persönlich auch sagen, ich stelle mir da eigentlich weniger die Frage, wie das Spiel dargereicht ist, also halt diese Rätselelemente und so, ob das zu sperrig ist. Ich glaube, das ist eher nicht, was das Problem ausmacht, sondern stehen Leute halt auf Horror, haben Leute Bock, sich Angst einjagen zu lassen. Und das war ja auch schon vor Jahren mal im Gespräch, als EA mit Dead Space da war und das nach und nach auch in so eine Action-Richtung gedrängt wurde. Wir hatten Resident Evil, das auch in die Action-Richtung gedrängt wurde, einfach weil die großen Publisher gesagt haben, ey, Horror rentiert sich für uns eigentlich gar nicht. Und dann braucht es erst diese ganzen Indie-Entwickler, dann braucht es ein Amnesia, irgendwelche YouTube-Trends, die das erst wieder schmackhaft gemacht haben für die großen Publisher. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt hier auch immer noch sehen. Und die große Frage, ob Survival-Horror denn so krass massentauglich ist, dass sich das lohnt. Und ich glaube, Capcom hat zumindest den richtigen Weg eingeschlagen mit Resident Evil 7, weil sie gesagt haben, ja, das ist schon wieder krass Survival-Horror und das wird nicht für jeden was sein. Aber dafür war halt auch der Scope kleiner. Sie haben ja gar nicht so ein große, nicht die krassen Kosten gehabt wie jetzt mit Resident Evil 6. Da haben sie halt krass eingespart und dafür hat sich das dann auch schneller rentiert. Ob jetzt die 5 Millionen der krasse Erfolg waren, den sie sich erhofft haben, sei jetzt mal dahingestellt. Aber glaube ich, dass sie da zumindest schwarze Zahlen und ein bisschen Plus hatten, auf jeden Fall. Das haben sie bestimmt. Das hoffentlich mit Resident Evil 2 auch. Aber ich befürchte, also das heißt leider, ich liebe halt Resident Evil 7. Also in VR ist eines der tollsten Erlebnisse. Aber genau wie wir schon festgestellt haben, das liegt halt daran, dass ich selber auch so ein mega Horror-Nerd bin, der das einfach liebt. Und ich würde auch sagen, ich kann das total nachvollziehen. Silent Hill ist so ein klassisches Beispiel. Damals kam das quasi so ein bisschen kompetitiv mit Resi raus. Mittlerweile gibt es die Serie nicht. Und Silent Hill war immer Fan-Favorite. Es gibt, glaube ich, keinen Teil, wo man klassischerweise auch damals gesagt hätte, der hat sich richtig gut verkauft. Vielleicht in Relation zu irgendwelchen Kosten. Aber Silent Hill war gefühlt irgendwie immer eine große Riesenmarke. Aber ich glaube, faktisch war das kein Riesenverkaufserfolg. Und das, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass es dann eben doch zu sperrig war und auch zu gruselig. Und man einfach wahrscheinlich respektieren muss, ja, die Masse steht nicht darauf, sich in die Hose zu scheißen. Das schreckt auch viele Leute einfach ab. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist Resident Evil schon eine Marke, das ist dann Segen und Fluch zugleich, die schon den Appeal hat zu sagen, wir können uns nicht auf irgendwelche Insider-Freuden und Lorbeeren konzentrieren. Wir müssen ganz vorne in der Top 10 der Videolizenzen mitkämpfen. Ja, man muss ja auch mal sagen, groß mittlerweile. Was dazu ja noch kommt, was ja auch ein Faktor ist, ist einfach, dass die Firma Capcom ja, sag ich mal, mega profitiert, was ihren Ruf dann auch angeht. Ne? Ich meine, das ist einfach ein mega cooler Move gewesen, sag ich mal, für die Fans, auch für die Resident Evil, fürs Resident Evil Franchise, jetzt so ein Spiel rauszuhauen, was das so toll hinkriegt, sag ich mal, so ein altes Spiel wieder aufzunehmen, alles, was daran gut war, das aber irgendwie zu modernisieren und so. Und ja, ich meine, es gibt ja auch viele Publisher, die in letzter Zeit irgendwie so in Ungnade gefallen sind, weil sie irgendwelche Moves gebracht haben, die nur gerade eben nicht für die Spieler sind, sondern eben nur für den Geldbeutel. Und Capcom hat natürlich in letzter Zeit eigentlich da schon relativ viele gute Sachen rausgebracht. Absolut, ja. Also Monster Hunter war ja auch, sag ich mal, so ein Beispiel, wo sich vielleicht viele gedacht haben, boah, okay, jetzt machen die das alles neu und das ist ja alles scheiße und bla bla bla.
Aber es ist ein geiles Spiel geworden, so. Mhm. Jetzt hast du Resident Evil mit dem 7er und dem 2er jetzt, die auch einfach gute Spiele sind, sowohl für Fans als auch für neue Leute vielleicht auch. Also, ja, ist ja auch halt nicht schlecht, sag ich mal. Ne? Mhm. Selbst wenn es sich vielleicht nicht so mega krass verkauft, aber für den Ruf der Firma auf jeden Fall ja nicht negativ. Mhm. Die Frage ist halt, wenn sich das jetzt ähnlich okay verkauft wie in Resident Evil 7, ob Capcom dann bei der Strategie bleibt. Also, ob sie weiter sagen, okay, nee, weißt du, was dann kommt? Resident Evil 4 Reimagining. Und da gehen die Zombies dann richtig ab, Alter. Die springen durch die Luft, Alter. Die durch die Fenster durch, die kämpfen mit zwei Katanas und irgendwas. Und dann übernehmen sie sich wieder und es geht so. Und du kannst ja, nur Panzer, so. Panzer, auf jeden Fall Panzer fahren. Nee, Panzer ist, kommt dann erst im Resident Evil 6 Remake. Ja, der war ja eh schon drin. Aber. Panzer geflogen. Ja, oh Gott, ja. Aber, ey, oh, das wäre auch aber geil auch. Also, ich hätte schon Bock auch. Aber nicht auf Resident Evil 6. Mit so richtig geilen Animationen, wenn die Zombies, weißt du, die sprinten dann wirklich so richtig krass ab. Und haben so, sind so mega geil animiert und das dann noch so in richtig brutal mit Splatter und Bullet allem Time. Möglichen. Und oh Gott. Das wäre doch geil. Und auch diese ganze Surrounding so in mega geiler Optik und so und mit geilem Licht und alles. Ach, das wäre. Also, du meinst, das wäre die logische Weiterentwicklung von Capcom und Resident Evil? Dass sie, ey, ich will einfach nur alle geilen Spiele nochmal in so geilen Remakes oder Reimaginings haben. Capcom macht das wirklich, jetzt einfach nur noch. Alle so Spiele extrem. Noch einmal reimaginen. Street Fighter 2 auch nochmal neu. Ja? Resident Evil, alles. Das erste Monster Hunter, alles nochmal. Ich würde es alles spielen. Machen einfach keine neuen Spiele mehr. Ja, also in die Zukunft gucken können wir natürlich auch nicht, aber ich glaube, wir sind uns ja einig, dass Capcom und Resident Evil jetzt besser aufgestellt sind als wahrscheinlich jemals zuvor. Also für mich, ich kann mit beiden Blueprints arbeiten. Also ob die jetzt den 7er Weg weitergehen, den 2er Remake Weg weitergehen. Ich würde mir sogar beides zu 6 springen. Das ist ja auch eine Gefahr. Also ich glaube, dann müssten sie komplett ignorieren, was so weltweit bei den Fans irgendwie los ist. Ich glaube das einfach nicht. 6 werden die nicht springen. Aber das können die ja vielleicht auch in gut machen. Ja. Es ist, ich glaube, es gibt viele Varianten, aber ich freue mich über beides. Ich freue mich, dass wir zwei super tolle Blueprints haben, die geil sind, die hoffentlich erfolgreich genug sein werden, um Capcom zu sagen, wir können mit diesem Wunsch nach Qualität und in diese Gameplay-Richtung weitergehen, weil es sich einfach wahrscheinlich für uns auch lohnen wird. Dann gewinnen nämlich alle, die Zocker und auch die Hersteller, weil sie sich bestärkt sehen, sich diese Mühe zu machen. Und damit wäre ich auch hier am Ende, ich weiß nicht. Ja, notfalls kann man noch mal ein paar Mikrotransaktionen in Resident Evil. So. Du musst das ja viel kaputt machen, weißt du? Jetzt war gerade die Stimmung so richtig schön noch. So. Montag, hey, gute Laune. Wieso ein neues Kostüm mal hier für Claire wäre doch mal gut, oder nicht? Gibt's, glaube ich, gibt's in Resident Evil 2. Also, soweit ich weiß, zum Freischalten, aber geben. Ich glaube, kleine Pferdedecke noch reinbauen. Ja, die Zukunft ist schlimm. Wir sind gespannt. In Zukunft auf jeden Fall natürlich kommenden Freitag gibt es unseren großen Beitrag zu Resident Evil 2 auch. Bis dahin haben es wahrscheinlich viele gespielt. Also schreibt einfach mal in die Kommentare, wo ihr das Ding verortet, ob ihr Bock drauf habt. Ob ihr Bock auf Mikrotransaktionen habt. Auch das ist immer gut. Das Imagining von Resident Evil 6 mit fliegenden Panzern und springenden Zombies. Das klingt ganz fantastisch. In diesem Sinne, wir talken jetzt noch ein bisschen off-cam weiter. Macht's gut. Bis das nächste Mal. Colin, was ich dich schon mal fragen wollte.